Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem vierten Spieltag, an dem Hannover 96 mit 1:0 gegen den SSV Jahn Regensburg gewinnt. Bei mir begrüße ich wie gewohnt die beiden Cheftrainer und das erste Wort gebührt wie gewohnt dem Gast, Herr Selim Begovic. Bitte. Vielen Dank. Hallo zusammen. Ja, es ist schwer, nach so einer Niederlage richtige Worte zu finden. Ich probiere es trotzdem. Wir sind nicht so gut ins Spiel reingefunden. Wir haben in den letzten 20 Minuten, glaube ich, zu passiv agiert, zu ängstlich. Wir haben Hannover kommen lassen, immer wieder kommen lassen, in denen Abläufe auch gut kommen lassen. Und das, die Phase war nicht gut, die haben wir überstanden, ohne dass man jetzt sagt, das war eine hundertprozentige, aber es waren schon ein paar brenzlige Situationen, die wir überstehen mussten. Und dann haben wir immer wieder versucht anzugreifen, auch von außen, Dynamik des Spiels ein bisschen zu verändern, und haben es geschafft, glaube ich, Mitte irgendwie, die erste Hälfte, ein bisschen mehr dagegen zu halten, Kontrolle auch mal immer wieder zu haben, Ballbesitzphasen auch besser zu haben und ja, eine oder andere gute Torschance zu erspielen. Eigentlich waren, eine war richtig, richtig gut, machen wir kein Tor, zweite Halbzeit ist uns meiner Meinung nach noch besser gelungen, Hannover wegzuhalten, Spiel einfach irgendwie ein bisschen, ja, ins Stadion, Hannover nicht in den Falten kommen zu lassen. Das war Ziel und das haben wir gut gemacht und mit immer wieder guten Gegenangriffen, guten Standardsituationen, wo wir auch wieder leider kein Tor machen. Ja, und dann kriegst du irgendwie ein Eigentor abgefälscht, wo die Flanke erstmal müssen wir besser verteidigen, Segel durch ganzen 16er, dann Spieler, der schießt, ist dann ja ziemlich alleine, aber trifft Ball nicht, aber den Rest machen wir dann unglücklich rein und dann verlierst du so ein Spiel. Und das ist zweite Liga. Du kannst nie sicher sein, auch wenn du gute Leistung abrufst, dass du dann einen Punkt mitnimmst. Und das ist heute Hannover gelungen, dass die dann ja in zweiter Halbzeit zwei richtig gute Chancen hatten, eine genutzt haben und das reicht dann für einen Sieg. Uns bleibt nichts anderes, als das abzuhaken, abzuarbeiten. Jetzt wird eine lange Heimfahrt, weil es ist ärgerlich und ist schwer zu akzeptieren. Aber wie gesagt, es ist zweite Liga. Ich gratuliere Stefan und Hannover einen Sieg und wünsche natürlich weiterhin alles Gute. Herr Selim Begovic, vielen Dank. Stefan, wie lautet dein erstes Fazit nach der Partie? Ja, erstmal vielen Dank, Merzat, für die Glückwünsche. Dir natürlich auch weiterhin alles Gute und ich bin davon überzeugt, dass du eine sehr gute Runde mit deinen Jungs spielen wirst. Vorab möchte ich sagen, dass genau das Spiel eingetreten ist, das ich erwartet habe. Da haben wir in der Pressekonferenz schon drüber gesprochen, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel werden wird, dass wir absolut an unser Limit gehen müssen, um zu bestehen. Das haben wir aber auch nicht geschafft, muss ich auch ganz klar sagen. Ich finde, so wie es Merzat sagt, waren die ersten Minuten bis zur Trinkpause waren wirklich gut. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Präzision müssen wir dann auch in Führung gehen zu diesem Zeitpunkt. Danach wenig Zugriff, falsche Entscheidungen getroffen im Verteidigen. Eine Großchance, die Ron Robert dann hält, wo wir unsere Position verlassen und nicht am Mann bleiben, ist mir unerklärlich, wie ich so verteidigen kann. Und da entsteht dann diese Großchance, ja, wo die Regensburger definitiv auch in Führung gehen müssen. In der Halbzeitpause wurde es ein bisschen emotionaler. Hat nicht ganz gefruchtet, muss ich auch zugeben. Was gefruchtet hat, waren unsere Jungs, die dann reingekommen sind, ja, die uns dann noch mal eine andere Energie gegeben haben. Ein bisschen mehr Galligkeit, ein bisschen mehr Gier. Und mich freut es für Toni, dass er ein Tor gemacht hat. Und er war in der richtigen Position. Hat in der U19-Bundesliga schon viele Tore geschossen und freut mich für ihn und freut mich letztendlich auch für uns und für die Jungs, für den Verein, für den Club, dass wir heute diesen Arbeitssieg dann auch, oder dass uns dieser, weil feiern brauchen wir diesen Sieg nicht, sondern dass er uns gelungen ist, dieser Arbeitssieg.
Und da bin ich schon beim Thema, weiter hart arbeiten, um Spiele zu gewinnen in dieser Liga. Dankeschön. Stefan, danke dir fürs Erste. Dann ist jetzt wie gewohnt Zeit für Ihre und eure Fragen. Ein kurzes Handzeichen und dann wird der Kollege Dirk mit der Mikrofonangel herbeigeeilt kommen. Wer macht den Anfang? Stefan Ochs von Radio 21, ganz hinten. Herr Leitl, Sie sagen, weiter hart arbeiten, ist klar, aber wie wichtig war auch für die Köpfe, dass die Null tatsächlich auch bis zum Ende gestanden hat? Mit ein bisschen Glück mitunter, haben Sie auch gesagt, aber am Ende eben auch nicht unverdient, wie ich finde? Ja, ich finde einfach, dass Merzat die passende Antwort schon gegeben hat. Die ersten beiden Spiele hätte es ja auch genauso gut in eine andere Richtung gehen können und wir hätten als Sieger vom Platz gehen können oder einen Punkt mitnehmen können. Heute haben wir das Quäntchen Glück gehabt, um ein Spiel für uns zu entscheiden. Und wichtig ist natürlich, dass die Null steht. Wichtig ist dann auch, dass Ron einfach auch einen guten Tag hatte, um uns im Spiel zu halten. Nur wir dürfen generell bei Standardsituationen, bei zweiten Bällen einfach, die nächste Aktion, wir dürfen nicht abschalten und das ist ein Thema, ich muss permanent im Spiel sein, ich brauche diese mentale Kapazität, um im Spiel zu bleiben und wenn es ein bisschen anders läuft heute, dann verläuft das Spiel genauso wie die Wochen davor und das ärgert mich einfach, weil wir das definitiv besser verteidigen können. Trotzdem, Ron hatte heute einen guten Tag und wir haben das Spiel gewonnen und Glückwunsch an die Jungs. Einmal der Kollege in der zweiten Reihe. Ja, hallo Herr Leitl. Kurze Frage, also mir ist vor allem in der ersten Halbzeit aufgefallen, da gab es noch einige Missverständnisse und auch Abstimmungsprobleme. Ist das auch durch die ganzen Neuzugänge immer noch ein Problem einfach, dass die Mannschaft nicht eingespielt ist oder sehen Sie das anders? Oder nicht eingespielt, sondern bedingt eingespielt? Ja, ich finde, wir sind schon eingespielt. Das hat man in den ersten 25 Minuten gesehen. Und es geht dann einfach darum, diese Intensität hochzuhalten. Und das hat dann nichts mit Fußballspielen zu tun, sondern das hat mit meiner Bereitschaft zu tun. Und ein sehr erfolgreicher Trainerkollege hat mal von talentfreien Aufgaben gesprochen. Und die muss ich erfüllen. Und um das geht's. Wenn ich diese Dominanz nicht, die wir in den ersten 25 Minuten aufs Feld bekommen haben, wenn ich die nicht halten kann, dann sind andere Tugenden gefordert. Und gerade in der zweiten Liga sollte man schon die Prioritäten dann auch anerkennen. Und das erwarte ich einfach von meinen Spielern. Und da hat uns Regensburg in vielen Situationen heute auch was vorgemacht. Dirk Tiedenberg, HZNP. Nochmal auf den jungen Antonio Foti zurück, der in der zweiten Liga jetzt auch seinen ersten Einsatz hatte und dann auch gleich Tor oder Eigentor, ist in dem Fall irrelevant, weil er schießt den Ball aufs Tor, ist alles gut. Nimm es doch mal ein bisschen mit. Was hat der Junge, was zeichnet ihn auch aus? Hat er im Testspiel gegen Union hat er auch eine gute Figur abgegeben. Wahrscheinlich hat er deshalb auch heute seine Einsatzzeit bekommen, nehme ich an. Und neben ihm dann auch, also vor ihm ist ja schon Nicolò Trosoldi gekommen, der hat auch gleich eine sehr gute Kopfballchance, hat er gut genommen, ein bisschen Pech gehabt. Vielleicht die beiden Jungs nochmal auf die beiden Jungs eingehst. Ja, finde ich auch. Dirk, du hast das schön beschrieben. Ja, das ist so, dass Nico eine super Torschuss hat. Ja. Die hält Stojanovic natürlich auch hervorragend. Ja. Aber er ist in der Box, er will Tore machen. Und er hat gegen Union, finde ich, sehr, sehr gut gespielt, hat dort ein Tor geschossen und deswegen durfte er heute auch länger ran, genauso wie Antonio. Ich glaube, in Berlin hat man dann auch nochmal gesehen, auf einem sehr hohen Niveau, welche individuellen Fähigkeiten er auch mitbringt. Dazu gehört natürlich auch der Torabschluss und mir gefällt das, wie sich die jungen Spieler einfach präsentieren und das haben wir ja auch schon mehrmals besprochen, es muss hier einfach eine nötige Gier an den Tag gelegt werden, um erfolgreich zu sein. Ja, und diese Jungs bringen Gier mit und ich hoffe, dass das auch so bleibt und sie sollen Druck machen auf vermeintlich etablierte Spieler. Lars Beike von der Bild. Du hast das Wort Gier gerade benutzt. Wie groß war die Gier bei Julian Börner und auch bei Phil Neumann, die ja dann für uns vielleicht ein bisschen überraschend doch beide im Kader waren und der Tim nicht?
Also erstmal bin ich froh, dass wir und auch Kompliment an die medizinische Abteilung, da, dass wir beide fit bekommen haben für das Spiel. Ich glaube, man hat im Verlauf des Spiels gesehen, uns war ja klar, dass sie uns wahrscheinlich auf Luca Greins lenken werden, ja, dass er nicht oder dass er vermeintliches Pressing-Opfer ist, dass wir ihn vermehrt über unsere rechte Seite öffnen müssen. Und das hat natürlich unser Spiel dann auch ein Stück weit gehemmt, muss man auch sagen. Ja, Phil kam dann rein, erster Kontakt, er sieht sofort die Spielverlagerung. Wir haben 3-4 Spieler von Regensburg überspielt und kommen in ganz andere Situationen. Trotzdem hat es Luca auch auf der fußverkehrten Seite ordentlich gemacht. Und ich bin froh, dass beide fit waren und hoffe natürlich, dass sie dann ab morgen auch weiter im Training bleiben können, ja, weil wir spielen ja am Freitag schon wieder. Das heißt, jetzt gilt es maximal zu regenerieren und jeder einzelne Spieler muss alles dafür tun, damit er die nötige Frische für Freitag dann auch in Magdeburg aufs Feld bringt. Und deswegen hoffe ich, dass wir sie hinbekommen, die zwei. Stefan Ochs von Radio 21 macht weiter. Wir Journalisten gucken vielleicht öfter auf die Tabelle als Sie, aber 4 Punkte nach 4 Spielen liest sich schon deutlich freundlicher. Was macht das mit Ihnen? Oder anders gefragt, ab wann haben Sie Bock, auf die Tabelle zu gucken? Also grundsätzlich habe ich mal Bock hier drauf, in Hannover Trainer zu sein. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Aber ich will hier erfolgreich sein. Und ich will, dass hier in Hannover eine Gier entsteht, ja, und keine Zufriedenheit, weil man mal ein Spiel gewonnen hat. Und damit, glaube ich, ist die Frage mit der Tabelle, erübrigt sich dann noch. Der Kollege davor macht weiter. Genau, mir ist aufgefallen, dass in beiden Trinkpausen sind Sie, glaube ich, als erstes zu Derek Köhn gegangen. Können Sie mal auch den Wert von ihm für das Spiel heute beschreiben? Ich habe ihn sehr gut gesehen. Ist ja auch ein guter Spieler. Ich weiß nicht, Mersat, wie hast du ihn gesehen? Ja, der hat schon Antwort gegeben eigentlich. Der hat die Antwort gegeben. Es ging vor allen Dingen in der ersten Hälfte um eine Freistoßsituation, wo wir die falsche Entscheidung treffen, und in der zweiten Hälfte auch. Hat sich dieser Raum, den wir bespielen wollten, hat sich nicht ganz so aufgetan, wie wir uns das in der Analyse auch vorgenommen haben, weil die Regensburger das auch gut verteidigt haben. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll doch einfach mal, wenn er einen freien Fuß halt, flanken. Und kurz darauf hat Nicolo die große Tormöglichkeit dann auch und einfach einen kleinen Tipp gegeben. Gibt es weitere Fragen? Genau, noch eine Frage an Mersat Cilimbegovic in Vertretung von Felix Kronewitter von der Mittelbayerischen Zeitung. Ja, was hast du in der ersten Halbzeit in der Trinkpause zur Mannschaft gesagt und warum habt ihr danach so viel besser ins Spiel gefunden? Ja, wir mussten ein bisschen nachjustieren, weil der Bayer hat einfach viel breiter gestanden, als das normal ist für einen Stürmer. Und das ist auch ein guter Trick von Stefan. Und er hat 2 Spieler gebunden und dann fehlt ja irgendwo einer. Und das ist ganz, ganz einfach, dass wir uns da trauen müssen, durchzusichern. Und auch wenn er schnell ist, den mal 1:1 mit unserer Innenverteidiger, weil die sind auch nicht langsam zu lassen. Und dadurch kriegst du mehr Druck vorne und dann kannst du diesen Raum besser schließen. Und das hat auch, glaube ich, jeder gesehen, dass das kein Hexenwerk ist. Also wenn du aber nur wartest und nirgendwo bist, dann kommst du nicht in Zweikampf vorne, bist du hinten auch nicht nützlich. Dann so eine Mannschaft wie Hannover, die gute Individualisten, aber dann auch gute Raumaufteilung, guten Plan hatten, muss das dann planlos aus. Also, das heißt, wir mussten von erster Sekunde, auch wenn die was anderes machen, als vielleicht gewohnt ist oder sowas, in unserem Spiel bleiben und mutig nach vorne verteidigen. Sind noch Fragen offen? Eine Abschlussfrage hat Dirk Tietenberg noch. Vielleicht, ja. Herr Stefan, hast du das Trikot für Ron ausgesucht oder hat er sich das selber rausgepickt? Das steht ihm aber gut, oder? Ja. Hatten wir das Trikot zur Präsentation auch? Das sieht aber gut aus, oder? Das sieht aber gut aus. Das sieht aber gut aus, oder? Darf er selbst entscheiden. Ich würde es nicht anziehen, aber ist okay. Es scheint tatsächlich die Abschlussfrage gewesen zu sein.
So ist es. Dann bedanken wir uns recht herzlich für das Interesse, wünschen unseren Gästen eine gute Heimfahrt, gute Restserie und Dankeschön. Wir sehen uns alle nächste Woche wieder. Dankeschön. Danke. Bis dann. Bis die Tage. Ciao, ciao.